Ja, hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Movie Days. Und heute haben wir einen ganz besonderen Film, wie ich finde, denn er heißt Interview mit Gott. Aber das ist gar nicht das Besondere daran, denn dieser Film ist, ja, ein kleiner Schatz, nennen wir es so. Denn dieser Film ist ungefähr anzusiedeln bei Filmen wie Beim Leben meiner Schwester, Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Das sind einfach kleine Filmperlen, die eine schöne Geschichte erzählen, die ja schon fast künstlerisch wirken, die noch was haben, so ein gewisses Etwas, würde ich das jetzt mal nennen. Aber worum geht's denn im Endeffekt? Klar, Interview mit Gott, ein Interview mit Gott, aber wie es halt aufgebaut ist, von Anfang bis Ende, ist halt eine schöne kleine Geschichte, die nicht überfordert, aber auch nicht zu viel irgendwie versucht zu erklären oder sonst was. Im Endeffekt haben wir hier ganz rechts einen jungen Mann sitzen, der ist Fotograf und kommt aus dem Krieg zurück, hat ein wirkliches Kriegstrauma erlebt und fühlt sich dadurch total kaputt. Er ist am Ende und der Typ, der mit ihm geflogen ist, der ist wohl noch schlimmer dran. Der ruft ihm also regelmäßig an und sagt, ey, ich pack das nicht mehr und so. Und er versucht ihm praktisch zu helfen. So, jetzt läuft es aber auch nicht mehr so gut in der Ehe und er verkriecht sich mehr und mehr in der Arbeit. Da hat er aber direkt zu Anfang ein Interview mit einem Herrn hier über mir zu sehen, der von sich behauptet, Gott zu sein. Wie viel jetzt da dran steckt und wie viel einfach nur geniales Gedankenspiel ist, das werdet ihr dann sehen, wenn ihr den Film sehen werdet. Ich will hier einfach nicht zu viel spoilern. Aber im Endeffekt, die Dialoge sind clever, nicht anstrengend, sondern nachvollziehbar erzählt. Auch das, was so im Interview, erzählt wird, ist nachvollziehbar. Wir kennen den Großteil. Also wer sich ein bisschen mit religiöser Geschichte auseinandergesetzt hat, gerade im Christentum, sehr wichtig, hier wird vom Christentum ausgegangen, aber das auch nur, weil die Hauptfigur im Endeffekt sagt, ja, ich bin Christ, also antworte bzw. stelle Fragen aus dem Christentum. Hier wird aber klar gesagt, direkt zu Anfang, es gibt nur einen Gott. Egal welche Religion, sie meinen alle denselben. So, und wie dann diese Gespräche stattfinden, wie das alles ineinander greift, das ist sehr schön gemacht. Es ist nachvollziehbar, sehr schön gemacht und ja, man hat einfach das Gefühl, man kann den locker flockig runtergucken, man kriegt Spielraum, um selber mitzudenken und hat dann aber auch eine schöne kleine Geschichte, über die man sich nicht beschweren kann, die genau das eingibt, was ich an Filmen so liebe, nämlich einfaches, aber nachdenkliches Kino, sage ich jetzt mal. Also etwas, was zum danach nochmal drüber sprechen, nochmal drüber diskutieren, dazu anregt. Und das macht der Film so richtig, richtig gut. Ich saß am Ende des Films da und dachte mir so, ja, astrein, super. Und ich muss sagen, würden wir hier jetzt ein Top-Rating draus machen, ja, die besten Filme des Jahres, würde ich diesen Film in meiner unter allen Filmen Top-Liste würde ich den höher als Avengers Endgame ansetzen, weil
Klar, Avengers Endgame funktioniert nur oder sehr gut als Actionfilm, aber der bringt halt dieses gewissen, wirklich dieses gewisse Etwas mit sich, wo ich sagen würde, das kann dieser Film besser wie Endgame. Der hat diesen Zauber von Kino inne, den ich viele Jahre nicht mehr gesehen habe. Ich muss sagen, ich finde Endgame ist mindestens unter den Top 5 bis Top 3. Da möchte ich aber nochmal bis zum Ende des Jahres abwarten, bis ich dazu mir selber ein Fazit mache, welche Filme ich jetzt besser ansiedeln würde in den höheren Rängen oder welche niedriger. Aber ich muss sagen, wir haben grundsätzlich hier ein sehr starkes Kinojahr, wo unglaublich viele gute Filme liefen und noch laufen werden. Ich freue mich jetzt schon auf Star Wars zum Beispiel. Und schaut euch diesen Film an. Also, ich bin nicht bekehrt worden, falls das einer denken sollte. Dieser Film ist zwar von einer christlichen Firma gemacht, aber ich muss sagen, unglaublich offen. Also, für das, was ich so von manch anderen gewohnt bin, ist der Film offen, tolerant und einfach nur gut gemacht. Ich habe auch nicht das Gefühl, wie gesagt, dass ich hier bekehrt worden wäre oder bekehrt werden müsste, weil dieser Film so unglaublich gut war. Er ist einfach nur scheiße gut. Richtig, richtig gut. Punkt. Aber naja, das war's von mir. Definitiv klare Empfehlung. Bis zum nächsten Mal. Liken, kommentieren und ansonsten teilen. Ich bin raus. Euer OpenBeta. Ciao.